mehr kommen, Herr, ich möchte nicht mehr kommen. Weil Jesus gehorsam war, weil er gehorsam war. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die schon gestellt wurde. Wenn du etwas wünschen könntest von Gott, was würdest du dir wünschen für dich persönlich? Einfach generell mehr Frieden. Okay, okay. Weißt du, wie dass du mehr Frieden haben kannst? Mehr? Ich weiß nicht. Okay. Warum wir nicht Frieden auf der Welt haben, weißt du warum? Ich finde einfach zu viel Hass. Ja, genau. Und das ist, hat ja alles seinen Ursprung. Wir haben ja am Anfang war alles voll Frieden. Es war ein Paradies auf dieser Welt. Und Gott hat eine perfekte Welt geschaffen und auch uns Menschen vollkommen gemacht, so wie er auch vollkommen ist. Das ist sein Ebenbild. Einverstanden. Nachher ist etwas passiert. Was passierte, dass wir Menschen so wurden, so voller Hass und Egoisten, wir missbrauchen einander und so weiter. Warum ist das so geworden? Sündenfall, kennst du ja die Geschichte von Adam und Eva, oder? Die haben sich eigentlich Satan unterworfen, oder? Sie haben gemacht, dass die Schlange sagt, oder? Und dann haben sie durch das seine egoistische Natur von Satan übernommen, oder? Wir natürlich auch, weil wir von Adam und Eva abstammen, oder? Und mit dieser Satansnatur können wir unmöglich Beziehung haben mit Gott. Wir würden an dasselbe Ort kommen wie Satan, oder? Aber Gott möchte, dass kein Mensch in der Hölle landet. Er will, dass jeder Mensch mit ihm zusammen die Ewigkeit im Paradies verbringt, oder? Und deswegen brauchen wir Rettung, einverstanden? Und Gott hat die Rettung erschaffen. Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Hast du eine Idee? Ja. Schau mal, jetzt kommen die Bridger Sisters. Come on. Hey, du weißt es. Wenn ich sagen würde, würdest du sagen, ah, ja, stimmt. Du weißt es, komm her. An welchen, was hat Gott gesagt? An welchen Namen müssen wir glauben, um gerettet zu werden? Jesus Christus, wie hast du gesagt? Sagst du, Jesus Christus ist unser Herr, unser Retter. Dein Retter, mein Retter. Danke. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt auch keinen neutralen Boden. Man kann nicht sagen, ich habe mit dem mal nichts zu tun. Ich bin einfach auf neutralen Boden. Es gibt es gar nicht. Es gibt nur entweder Satansreich oder Gottesreich. Oder? Und seit wir die Autorität über die Erde Satan einfach überlassen haben, haben Eva, die haben einfach schnell durch diese Schachzug mit ihm abgezogen, weil er sich ihm unterworfen hat, hat er die ganze Autorität an ihm verspielt. Seit dann ist Satan Herrscher in dieser Welt. Und darum haben wir Krieg und die ganze Zeit, ja, Sünden wieder. Und Krankheit, Tod, das kam alles, das war von mir da, Scham, das kam alles durch Satan. Aber dass wir aus diesem Reich und Sachen ins Reich Gottes gesetzt werden, brauchen Jesus, er macht es mit dir. Du kannst einfach sagen, hey, komm mal, also, weil in der Ewigkeit, wir sind völlig getrennt, wir haben da jetzt immer Gott und Satan, weißt du, immer gut und böse, wir haben beides, aber Licht und Dunkelheit. Aber irgendwann, wir sind getrennt, da gibt es nur noch Böse. In der Hölle und im Himmel nur noch Böse, weißt du? Und damit wir gerettet werden, damit Gott Beziehung haben können, machen wir, indem wir Jesus einladen. Einfach Jesus in ein Gebet, dass ich sage, hey, komm mal in mein Leben, vergib mir alle Sünden und du bist mein Herr. Ich folge dir nach, du bist mein Herr, auch ihn bekennen, weißt du, mein Kollege, das ist mein Herr. Aber wenn du dich zu ihm stellst, stellt er sich dann auch zu dir. Und auch in dem jüngsten Gericht wirst du nicht mehr gerichtet werden, weil du an Jesus glaubst, aber wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du schon gerichtet, weil du nicht an ihn glaubst. Ganz einfach, oder? Wir haben die Wahl. Jeder Mensch hat die Wahl, ob er wirklich eine Beziehung haben möchte oder nicht. Genau. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du eine Beziehung mit dir, mit Gott, Jesus? Ja. Okay. Dann können wir das in einem Gebet zum Beispiel jetzt, ich mache es immer wieder auf der Straße, wo ich kurz vorbete, zum Beispiel Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Und wenn du das hörst und aufmerkst, kannst du nachbeten. Was ist das für euch? So wie ein Rettungsgebet oder einfach ein Statement, ja, vor Gott. Okay? Ich könnte eigentlich für ihn beten, weil ich bin selber ja Christ und ich gehe auch in einer Gemeinde. Mhm, okay. Und du hast es noch nie so entschieden, das erste Mal. Okay. Hey, Halleluja, komm, ja, cool, schön, dass du da bist, dass wir da sind. Ja. Okay, dann bitte ich vor und du kannst ja auch mitkommen, weißt du, einfach mal so entschieden. Okay, das ist gut. Danke, Jesus, dass du gestorben bist für mich.
Ja. Dass du gestorben bist, finde ich. Ja. Und dass du alle Sünden getragen hast. Dass du alle Sünden getragen hast. Und du sollst mein Retter sein. Du darfst auch mein Herr sein. Dein König und bester Freund. Okay. Ja. Du darfst mir Sachen sagen, ich werde es tun. Ich will dein Wort kennenlernen, dich kennenlernen. Dein Wort und dich kennenlernen. Yes. Und möchte dir nachfolgen. Möchte dir nachfolgen. Ja. Danke. Erfüll du mich jetzt auch mit dem Heiligen Geist. Erfülle mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Das ist Gottes Geist, das ist Gottes Geist von Jesus. Genau. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst, dass dein Geist dir füllst. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Liebe, bedingungslose Liebe. Danke, dass du jetzt kommst, für deinen Frieden. Du siehst ihr Herz, das gewünscht hat, mehr Frieden. Danke, dass du das aller Hass überwunden hast mit deiner Liebe. Danke, dass ich das auch spüren kann, dass sie auch zu dieser Liebe wird. Danke, dass du sie jetzt vollkommen gemacht hast in ihrem Herzen, in ihrem Kern, im Herzen. Ja, für Gott zählt nur noch, was du im Herzen bist, was du im Geist bist. Also Körper, Seele bist immer noch nicht vollkommen, aber das zählt für Gott gar nicht mehr. Oder für Gott zählt nur, was du im Geist bist. Im Geist bist du wie Jesus vollkommen. Das kann auch niemand etwas ändern. Du kannst nicht mehr genug Gutes tun, dass Gott dich mehr lieben würde. Du kannst auch nicht genug Fehler machen, dass er dich weniger lieben würde. Sondern er liebt dich einfach, weil er lieb ist. Es hat nichts zu tun mit unserem Glauben, sondern nur mit dem Jesus. Genau. Er hat dich vollkommen gemacht und er liebt dich. Halleluja, danke Jesus, dass du mir das zeigst. Ich spreche die Kenntnis Gottes, die Kenntnis von deiner Liebe, dass sie in die volle Fülle Gottes reinwachsen kann. Danke für diese Begegnung. Dass sie kein Zufall, danke, dass du in diesem Moment geschaffen hast. Halleluja, danke, dass du sie begleitest mit ihren Freunden, dass sie zusammen Schritt für Schritt sie nachfolgen können. Halleluja. Danke, Herr, du darfst dich hier machen. Gut, dann. Und du hast deine Bibel selber? Noch nicht, aber ich wollte mir vor ein paar Monaten sogar noch eine kaufen. Ja. Genau, du kannst auch Bibel-App oder so für Handy, aber es ist natürlich noch cooler. Also ja. Ja, einfach eine richtige Bibel. Vielleicht Elberfelder, Schlachter, wie auch immer, kannst du mal schauen. Genau, und sonst ich hätte auch eine Bibel im Auto, vorne gerade. Ja, kriegst du eine? Achso, ich kann mir sonst auch eine kaufen. Es ist mega wichtig, dass Jesus kennenlernst, immer besser, du kannst das Neue Testament. Und hat jemand eine Bibel? Nein, leider nein, nicht. Okay. Im Auto, der Mario, wo ist er? Der Mario. Ich kann ihn sonst einfach. Das Meer, okay. Okay. Wollte sich eigentlich taufen lassen, aber du musst erst die Mutter fragen. Noch. Ja, wieso, wie auch nicht? 16. Alter! Ich möchte gerne das machen. Hat sich herausgestellt, dass ich zum Gemeindeproblem bin. Okay. Und bist du auch schon mal Christentier so unterwegs? Noch gar nicht. Also ich habe halt ja zwei Freunde, also die ja. Kirche gehen, aber sonst. Ja. Aber du hast eigentlich Gott geschenkt, ja, kann man sagen. Du hast Frieden gesucht, ja. Und der ist ja die Quelle für dich. Wenn du Jesus hast, dann hast du Frieden im Herzen, auch mit uns. Und du wirst immer mehr spüren, als wenn du Jesus sagst, er kommt. Der Heilige Geist, er wohnt jetzt in deinem Geist. Du kannst
Vorstellung, wie du hast gerade auf deine Geister rausgefließt. Ja, was sollen wir denn hier machen? Wenn Schmerzen waren, dann legen sie Schmerzen weg. Dürfte halt geistig an jedem anderen ausfließen. Und er möchte ständig fließen, um dich zu erneuern, dich zu erfrischen und dich zu segnen, aber auch das Krankenhaus. Und überall, wo du ihn ablegst, diese zu heilen. Wir leben wieder. Heute ist ein Fahrrad, heute ist ein Schmerz. Jemand hat die Krippe da. Auch gerade da, wo ihr steht, ist eine Frau. Diese Schmerzen haben. Drei, vier Mal und dann wird es auch ganz viel und wieder kein Schmerz. Ich habe im Geist gesehen, wie der Krebs gekillt wurde. Aber es muss natürlich bestärkt werden. Aber wir leben immer wieder, es läuft mit Krebs, es läuft zusammen. Ja. Das passiert mit gut, wie Jesus gut funktioniert. Oder kannst du leise heilen jetzt? Ja, du auch. Jesus, und hier hast du die größte Energie. Es ist zwar ja eine Hülle von allen Menschen, aber es ist Gott persönlich. Ja, cool, ja, genau. Ganz einfach, dass ich hier